So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. So, mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Heute gilt's für diese beiden Teams. Es wurde viel diskutiert im Vorfeld dieses Spiels. Jetzt ist es endlich soweit. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Anpfiff und los geht's. Kramer. Adams. Kramer. Ganz energisch. Da schießt er. Tolle Aktion vom Torwart. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Jetzt die Ecke. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden.
Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Flanke jetzt. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg, das soll heute so weitergehen. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Bentaleb. Nabil Bentaleb. Den Schuss kann er blocken. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Jetzt haben sie den Ball wieder. Jetzt müssen sie aufpassen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Kein Tor. Ja, da müssen sie mehr draus machen. War eine richtig gute Chance. Ja, energischer Vorstoß. Ganz stark abgeblockt. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Crivelli. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Knappe Entscheidung, aber er steht dann doch den Hauch im Abseits. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Müller. Die Pressekonferenz nach dem Spiel können Sie bei uns auch im Internet verfolgen. Seien Sie dabei. Crivelli. Unseren Social Media Kanälen finden Sie alle Infos. Ist hier immer noch am Ball. Da kommt die Flanke. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Auf außen ist Platz. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Szene geht weiter. Da haben sie gut aufgepasst. Pass auf außen. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Er hat sich für Liverpool entschieden. Und das kann man ihm nicht verübeln. Das ist Fußballtradition pur bei den Reds. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Freistoß wird ausgeführt. Erstmal geklärt. Und jetzt bekommen sie die Chance. Aber den muss er besser verteidigen. Nabil Bentaleb. Da ist jetzt Platz. Jetzt vielleicht die Flanke. Ah, er kann klären. Crivelli. Mainz weiter im Ballbesitz. Aber er muss aufpassen. Und jetzt haben sie den Ball. Arnold. Guter Vorstoß jetzt. Vielleicht die Führung jetzt.
Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor durch die Gastgeber. Die Nummer 26. Kevin Behrens. Bentaleb. Arnold. Fairer Einsatz hier. Super dieses Zuspiel. Der Schuss. Macht das ganz sicher. Arnold. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Fängt diesen Ball ab. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Ziemlich ausgeglichen, diese Partie bis hierhin, oder Buschi? Können wir genauso festhalten, Wolf. Sieht man ja auch an den Statistiken. Ballbesitz, Torschüsse, sie nehmen sich nicht viel. Anpfiff und los geht's. Da schießt er. Tolle Aktion vom Torwart. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Pass auf den Flügel. Tja, jetzt haben sie den Ball da doch verloren. Jetzt der Vorstoß. Arnold. Super gemacht, gute Verteidigung. Erneut so ein hervorragender Pass. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ganz wichtig, da muss er hin. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Crivelli. Macht er ihn. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Die Ecke kommt rein. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Vorne der Ballgewinn. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Macht er gut. Ball kommt rein. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Sie stehen hoch, sie machen Druck und sie machen das Tor. Wolf, was willst du da machen? Die sind unglaublich diszipliniert, spielen das ein ums andere Mal perfekt.
Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann macht er das überlegt mit ganz viel Ruhe und Geduld. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und jetzt gibt es hier den Wechsel. Ja, und der Trainer nimmt ihn sicher vor allem wegen der gelben Karte runter. Verständliche Entscheidung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Gäste werden wechseln. David Garcia. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Und da ist der Ball wieder weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Arnold. Da hat er die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Klasse, wie er das macht. Ganz überlegt und platziert abgeschlossen. Die Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Zieht einfach mal ab. Und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, da war auch viel Glück mit dabei. Auf der Linie geklärt. Durchatmen. Das macht er gut. Schauen wir uns mal den kommenden Gegner der Mainzer an. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das sind zwei ausgeglichene Teams. Wird ein hochinteressantes Spiel. Ist das der Anschlusstreffer? Ganz stark abgeblockt. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Müller. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und jetzt werden sie wechseln. In der Partie, die Nummer 6, Danny Latzer. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Crivelli. Klasse Tackling hier. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das könnte was werden. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Völliger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Jetzt wechselt der Trainer zwei neue Spieler ein.
Da ist Platz auf dem Flügel. Da ist die Flanke. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Der Ballverlust. Länger nichts passiert und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. Vorne jetzt die Balleroberung. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Sehr starkes Tackling. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da hat er die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da klärt er ganz fantastisch. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ah, das könnte was werden jetzt. Flanke jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ja, sie können erstmal klären. Gute Chance. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend überzeugt. Da schießt er. Tolle Aktion vom Torwart. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind.
Danke für das Gespräch.